Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Sonntagabend schlug die Meldung ein wie eine Bombe. Der FC Bayern hat das Vertragsangebot für David Alaba zurückgezogen und wird ihm kein neues Angebot unterbreiten. Ja, und hier in diesem Video möchte ich jetzt ein bisschen darüber reden, ob ich das gut finde, ob ich das nicht so gut finde und ja, was halt so generell meine Meinung dazu ist. Ja, da gibt es natürlich viele Seiten bei dieser Thematik, die man betrachten muss. Zum einen die Spielerseite, David Alaba. Ja, der ist, der möchte halt auch die Wertschätzung bekommen im Verein, die ihm zusteht. Der ist seit 12 Jahren da, ist ein Local Player, kommt aus der Jugend. Und ja, dass der auch ordnungsgemäß oder wirklich wertmäßig bezahlt werden möchte und auch die Wertschätzung im Verein bekommen möchte, die ihm zusteht, ist wirklich, da gibt es, glaube ich, keine Zweifel dran. Und dass der auch wirklich diese Wertschätzung verdient hat, ist wirklich auch unbestritten. Hat zweimal das Triple gewonnen mit Bayern, ist seit Jahren Stammspieler auf einem absolut hohen Niveau. Also, dass der wirklich das verdient hätte, wertmäßig bezahlt zu werden, das ja, ist wirklich unbestritten. Da muss man aber auch den Verein sehen. Es ist jetzt Corona, haben, glaube ich, die meisten von euch mitbekommen oder sollten es mitbekommen haben. Der FC Bayern hat große Einbußen. Ich habe gelesen von weit über 50 Millionen, die dem Verein pro Jahr fehlen, durch Ticketing und auch andere Sachen. Und ja, der FC Bayern, der kann jetzt auch nicht mit so Geld um sich schmeißen, vor allem, weil man ja nicht weiß, wie lange das noch geht. Gibt jetzt auch schon Leute, die sagen, vielleicht wird das gesamte Jahr 2021 ohne Fans gespielt. Dann fehlen den Bayern auch nochmal ein Jahr die ganzen Ticketeinnahmen. Und Bayern hat halt ein großes Stadion und die Tickets sind jetzt auch nicht gerade zum Verschenken da. Muss man sich die holen, also man muss auch schon ein bisschen was dafür bezahlen. Also das ist schon ordentlich was, was da in Bayern da durch die Lappen geht pro Spiel. Also die haben auch wirtschaftliche Einbußen. Deswegen, ja, man kann auch verstehen, dass die halt wirklich nicht so bereit sind, das zu bezahlen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, David Alaba ist der vermutlich beste Innenverteidiger der Liga, mit Abstand vielleicht sogar. Der Welt würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber auf jeden Fall der Bundesliga. Und das wäre schon ein herber Verlust. Also wenn man hier bloß so ein Statement setzen will an eine zukünftige Vertragsverhandlung mit anderen Beratern, ja, ist das vielleicht schon ein großes Risiko, dass man dann seinen besten Innenverteidiger dadurch verliert. Aber ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Geld drauf setzen, dass Alaba den Verein verlässt. Also ich würde jetzt da noch nichts ausschließen, dass da vielleicht nicht wirklich noch ein Vertrag unterschrieben wird. Also da würde ich jetzt auch noch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ja, das ist auch jetzt schon Anfang November. Ab 1. Januar kann er einen Vertrag unterschreiben. Ich habe auch schon gelesen, dass sein Berater ihn bei Real Madrid angeboten haben soll. Das, gut, inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Das ist auch so eine Sache. Man liest in den Medien zum Beispiel, der Berater sagt, das Angebot des FC Bayern war zu niedrig. Bayern sagt, das Angebot war angemessen. Ja, ich bin bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch. Also da sitzen nur Alaba, sein Berater und Hasan Salihamidžić und vielleicht noch irgendjemand vom FC Bayern. Aber ich bin da nicht dabei. Ich weiß nicht, wie das Angebot wirklich war. Ob das wirklich die 17 Millionen waren plus Boni, die was ihm angeboten wurden, und ob der Berater wirklich über 20 verlangt pro Jahr, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ja, also muss man halt sehen. Ich kann das schon verstehen bei Bayern, dass sie sagen, ja, entweder ihr nehmt diesen Vertrag, den wir euch anbieten, oder halt keinen Vertrag. Das kann ich schon verstehen, dass Bayern das macht. Und ich finde das sogar auch ganz gut, muss ich sagen. Also ich finde es gut, dass Bayern da so hart bleibt und nicht einfach jedem das gibt, was er verlangt. Weil sonst braucht man ja auch keine Vertragsverhandlungen machen, wenn eh jeder das bekommt, was er haben will. Sonst, ja, das heißt ja nicht umsonst Verhandlungen eben. Da muss man halt auch mal auf beiden Seiten Kompromisse machen. Und es ist halt auch wieder so eine Sache, wie ich vorher gesagt habe, man weiß nicht, was stimmt aus den Medien. Es hieß ja jetzt, dass Bayern gut nachgebessert haben soll und dass halt der Berater auf seiner Forderung beharrt. Aber ja, wie gesagt, ich bin da nicht dabei. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann nur sagen, dass ich es gut finde, dass Bayern jetzt so ein Statement gesetzt hat, wenn dann dieser Vertrag auch angemessen war. Wenn das Angebot wirklich so ein Witz war, wie
der Berater sagt, dann ja, wäre es halt schon lächerlich ein bisschen. Und da wäre es auch blöd, dass man dann halt dafür das Risiko eingeht, den besten Verteidiger abzugeben. Aber gut, Bayern wird wissen, was sie machen. Ja, und noch eine Sache, die da auch so mit dran hängt. Es hieß ja, dass bei Boateng es eigentlich schon beschlossene Sache ist, dass dessen Vertrag nicht verlängert wird. Jetzt aber, wo Alaba vielleicht nicht verlängert, weiß ich nicht, ob das vielleicht zum Umdenken führt. Aber wenn man Alaba und Boateng nächsten Sommer verliert, ja, dann würde ich vielleicht mich doch mal nach einem ziemlich international fähigen Innenverteidiger umschauen, weil da hätte man dann nur noch Hernandez und Süle, danach Martinez, aber der Vertrag läuft auch aus und dahinter dann noch Richards, Kouassi, Pavard. Also ja, da muss man dann wirklich was machen noch im Sommer, wenn das wirklich so kommen sollte, dass die zwei den Verein verlassen. Aber wie gesagt, soweit ist es noch lange nicht. Man weiß nicht, was passiert. Also das wird echt spannend, diese Entwicklungen mit nachzuverfolgen in den nächsten paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Vertrag erst im Februar oder vielleicht sogar März unterschrieben wird. Mal schauen, wer weiß. Ja, jetzt würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Also findet ihr das gut, dass Bayern dieses Statement gesetzt hat? Oder hättet ihr ihm halt einfach die Forderungen erfüllt und den Vertrag gegeben, den er haben will? Aber ja. Und was mich auch interessieren würde, wo seht ihr ihn, wenn er nicht bei Bayern bleibt? Würdet ihr so sagen, ja, Spanien oder Italien, so ablösefrei zu Juventus, das kennt man ja. Oder ja, wer weiß, vielleicht doch eher so nach England, zu einem der Manchester Clubs oder zu Liverpool vielleicht sogar. Ja, würde mich mal interessieren. Aber gut, das war's jetzt dann auch hier von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.